Ja. Großes Hotel. Großes Hotel. Guck mal hier, das wäre ja geil. Oh nee, warte mal. Das geht, glaube ich, gar nicht. Oh Gott, das steht doof. Großes Hotel. Vielleicht hier noch. Da ist ja ein kleines. Ich find's lustig, Leute. Okay, entweder hier. Oder hier ist auch blöd. Also hier wäre es natürlich geil, ne? Aber dann habe ich hier. Ach komm, egal. Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Warum geht das nicht gerade? Warum geht das nicht gerade? Ich bin eher der spontane Typ, Square Games. Also einfach, wenn es passiert, dann passiert's. Ja. Also das heißt, dass ich eher immer erstmal gucke, was habe ich für Dinos zur Verfügung, welche Gehege könnte ich bauen, und wenn ich die Gehege fertig gebaut habe, dann kommen meine Gästeattraktionen dazu. Also ich mache das einfach abhängig von dem, was mir zur Verfügung steht, und dann mache ich das Beste draus. Ja, Kate, viel Spaß im Lurk! Ja, das glaube ich dir, aber normalerweise muss ich nie umstrukturieren. Wenn ich jetzt einmal weiß, wie das Ganze funktioniert, dann muss ich auch nicht mehr umstrukturieren. Ja. Ja. No, I don't do it. No. Okay, pass auf. Jetzt haben wir hier das schöne Dingsbums. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, Gwen. Hier, jetzt ist hier was da langsam los. Ich glaube, ich muss dich umbenennen. Was ist dann jetzt schon, bitte? Ach so, jetzt ist es fertig, oder was? Unglaublich. Unglaublich. So, das ist das. Das ist das kleine Hotel, das ist klar. Beobachtungsgalerie ist auch klar. Hier haben wir noch die Sturmabwehr schon integriert. Und hier haben wir auch die Sturmabwehr integriert. Okay, dann passt das Ganze. Ui! Das bin halt ich. Da hast du recht. Da hast du recht, Baltram. Ja, ja. Ich gehe. Was habe ich denn jetzt erforscht? Kannst du mir sagen, was ich erforscht habe als letztes?
angehefteter Knoten. Ja, aber wenn es wirklich so gravierend ist, dann muss ich wirklich alles neu umdesignen. Michael, Jens, Alexander, Square Games und Anja, Prost! Klung! Ja, hallo Black Bolter, servus. Na, alles klar. Bekommen wir den Liter voll? Ich bin so monkisch, dass ich es tun muss. Es tut mir leid. Aber ich bin leider so monkisch, dass ich es tun muss. Und dadurch, dass ich geübt bin, wird es auch keine große Kunst sein. Tut mir leid, alle weggucken, die es nicht ertragen können, aber jetzt geht's los. Was, da muss als Wodka rein? Und Ex. Tut mir leid, aber I just have to do it, you know? Es sind 5 Minuten fertig, glaub mir. Keine Angst. Warum ist jetzt der Weg versperrt? Ach so, wegen dem. Die Zeit läuft. Ach, Quinn. Ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern. Geht jetzt nicht. Kann nicht sein. Tut mir leid. Wie weit geht denn das hier noch rein?
Nein. Was denn das? Bis morgen, Softeis. Schön, dass du da warst. Da war es doch gerade blau, ne? Er rutscht aber immer wieder darunter. Ja, so willst du es nicht setzen, aber andersrum schon, ne, du Knalltüte. So. Das Dingens. Hat Pech gehabt. Kommt jetzt erstmal weg. Oh nee, oder? Es wird jetzt ein lustiger Käfig. Vor allem, ich sage immer Käfig, gell? So. Von früh bis spät, die Zeit oft schnell vergeht. Ein Stream lädt ein wenig zu verweilen. Die Zeit, die rennt, selbst beim Lesen dieser Zeilen. Den einen oder anderen Moment kann man ruhig vergessen. Von anderen ist man sicher besessen. Wichtig ist jedoch nicht, im Gestern zu leben, denn das Morgen wird es immer geben. Schönen guten Tag. Hallo, ich bin Gecko. Ja, das sind aber, das ist schön gesagt. Das ist sehr, sehr schön gesagt. Sehr, sehr schön, hat du das gesagt. Du hast vollkommen recht. Ja. Du hast vollkommen recht. Im Hier und Jetzt wird gelebt. So.
Bäm! Und wie geht's dir? Erzähl! Mega Prost! Ja, Mann! Also, Anja Baltram, also Gwen und Alexander mögen sich überhaupt nicht, ne? Prost! Klung! Und hallo Wolli! Na? Bist du versuchtet oder geht's noch? Trinken ist mega wichtig. Ja. Aloha. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Gwen, ich muss dich zurücklassen. Es tut mir leid. Es geht leider nicht anders. Sag bloß, wegen der Bahn kann ich jetzt hier nicht bauen. Will er nicht machen, ne? Jetzt muss ich die Bahn extra abreißen, weil er es nicht automatisch macht. Ach Mann. Du Horni, ey. Jetzt ist es so. Wieso baut er so komisch? Wieso baut er das so komisch? So. Das heißt. Ja, komm an Bord. Oder kann ich das verschieben? Das kann ich verschieben. So, das kommt nämlich dahin. Ist da jetzt irgendein Dino drin? Oder ist einer drin? Der muss raus. Ich habe gedacht, ich habe es geschafft, aber doch nicht. So, jetzt kommt noch die Strecke. The Strecke. Die Strecke, die muss wieder verbunden werden, you know. Ach stimmt, da muss ja jetzt doch noch ein Dings rein, ne? Ach nee, Quatsch, muss doch gar nicht. Jetzt bin ich aber belämmert hier. Das kommt ja alles noch weg. Kriegen wir alles hin. Ja, ich habe gerade eine kleine Hiobsbotschaft bekommen, Wolli. Deswegen muss ich leider ein bisschen um Dingsbumsen. Aber. Kleinstes Übel. Das kleinste Übel ist das. So, das heißt. Das kommt weg. Und das setzen wir hier hin. Produkttransport im Gange. Versperrt.
Das setzen wir hier hin. Und dann machen wir hier noch die Bäumchen weg. Und setzen neue. Hier, das kommt alles weg. Zustellung wurde abgeschlossen. Das machen wir so. Wasser kommt noch hier hin. Und jetzt muss ich noch gucken, wie die Gäste reagieren hier auf den Fleck. Was für ein Geburtstagsmann, Anja. Ich hoffe auch, Wolli. Ich hoffe auch. Ja. Arbeit muss halt auch gemacht werden, gell? Es ist eine Not. Ich werde Bote Hiobs benannt. Ach, der Mann hat am selben Tag wie Kiba Geburtstag. Ja, wie lustig. Ja, dann sag mal alle herzlichsten Glückwünsche hier von uns. Parktour ist noch nicht fertig, merke ich gerade. Cool, dass ich es jetzt merke, gell? Das ist die Gwen. Die Gwen leidet. Die Chefin will singen.